Hallo und herzlich willkommen zu Tropico 5. Das ist unser sechstes Let's Play zu Tropico 5 und ja, wir sind wieder dabei, unsere zweite Insel aufzubauen. Wir sind ja in der Kampagne und wir haben leider unsere schöne Vulkaninsel verloren. Aber naja, können wir jetzt auch was Neues machen, denn wir müssen Wetten gewinnen. Das sieht man dabei Wagers, 0 von 3. Und wenn wir 3 Wetten, also alle 3 gewonnen haben, wer hätte das gedacht, dann gewinnen wir die Freundschaft zu dem US-amerikanischen Präsidenten. Ist das nicht toll? Und er kommt uns besuchen. Er kommt uns besuchen? Ja. Dann müssen wir ein Fest veranstalten. Ja. Ach Mensch, dann müssen wir schön für die Straßen schmücken. Und viel Fleisch, weil der ist ja viel Burger. Viel Fleisch? Ja, stimmt. Ja, ja. Viel Fleisch. Auch Chlorhühnchen? Ja, ich weiß nicht. Chicken für die afroamerikanische Bevölkerung. Ja, genau. Chicken für die Chicken. Langsam geht's wieder ins Minus. Sowas gibt es nicht. Genau. Leicht korpulente. Was für ein Stick? Ach, ich muss schon sagen, ich liebe die Musik. 2300. Eine Goldmine hier drauf haben, dann kriegen wir 3500 pro Tonne, wenn ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, ob wir die Insel dann auch noch von denen im Laufe ist. Ich bin mir nicht sicher, es könnte wirklich. Beim letzten Mal war das ja so, wir waren ja schon aus der Kolonialzeit raus in die World War Zeit war es, glaube ich, ne? Ja. Und ich glaube, es könnte sein, dass in diesem Fall, das war der erste Teil der Kampagne quasi, dass jetzt in diesem Teil, also in der auf der zweiten Insel, dass wir erst zum World War sind und wir haben gerade kurz die Zeit vorgespult und danach, dass man danach nochmal zum Kalten Krieg kommt und dann erst wieder komplett eine neue Insel bekommt. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Aber wir haben die Minen, können jetzt Minen bauen und wir sollen ein neues Dock bauen. Das heißt, da haben wir 3 Docks. Umso mehr können wir exportieren. Genau, und umso mehr Schiffe haben wir. Können wir unsere eigenen. Und umso mehr Schiffe können anlegen zur gleichen Zeit. Ich würde sogar gut finden, wenn man, ich weiß nicht, ob man Werften bauen kann nachher. Ich glaube, man kann Werften bauen. Das ist gut, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass man auch Kriegsschiffe bauen kann. Also, naja. Und die Schiffe, die verändern sich auch. Wir haben jetzt gerade noch Raddampfer, weil irgendwann kann man ja auch Containerschiff, glaube ich, bauen. Und da ist eine Werft, glaube ich, nicht so schlecht, weil da wird ja auch bestimmt geforscht. Beziehungsweise da wird das, was geforscht wird, in der Library umgesetzt. Dann können wir mehr exportieren. Genau, da passt auch mehr drauf. Da kann man zum Beispiel, ich glaube, einen Container im Real Life kann ja, glaube ich, mehrere Tonnen tragen. Also 12 Tonnen mindestens. Kommt natürlich auf die Güter an, aber dadurch können wir natürlich ordentlich Profit pro Schiff machen. Also jetzt kriegen wir zum Beispiel 2300 pro, teilweise manchmal so für ein Schiff. Manchmal bekommen wir auch 17.000. Nee, 17 war es nicht. 12.000 nur so. Aber dann, wenn wir wirklich Containerschiffe haben, kann es gut sein, dass wir nur für eine einzige Fracht über 20, 30, auch über 50.000 Dollar bekommen. Weil es wird ja auch alles teuer, ne? Teurer. So. Wieso? Dingsens, warte, ich hab's gleich. Kuba, die haben ja auch Euro. Dollar. Genau, die haben Euro. Kuba hat Euro. Kuba ist auch irgendwie in Südamerika, ne? Ja. Also manchmal wundert mich das, also da sehe ich dann so, ja, sie haben tropische Güter im Wert von 2000 oder so. Oder in diesem Fall 3715. Genau, wurden exportiert. Ja, und wurden exportiert. Und dann guckt auf das Geld und sagt, der ist ja nicht mehr geworden. Ja. Das Problem ist, es gibt ja auch die Ausgaben, die sind ja auch immer konstant, die sind ja auch immer zu jeder Zeit da. Mhm. Und da das ja, außer wie jetzt, wenn wir gerade im Baumodus sind, da ist das ja alles so, ist die Zeit ja still, aber wenn die Zeit halt läuft, die läuft ja nicht
ich glaube, ein Monat im Spiel sind ja vielleicht 3 Minuten in Echtzeit oder so. Und pro Monat gibt es natürlich Ausgaben und die sind dann halt verteilt auf die Tage. Das heißt, man hat nicht wirklich am Ende des Monats so, komm, kriegt man dann, was weiß ich, $30,000 abgezogen oder so, sondern man kriegt das dann pro Sekunde ein bisschen Geld weg. Dann sind es aber halt auch nur so $4 oder so. Teilweise bleibt es auch konstant, weil gekauft wird und verkauft wird und ausgegeben wird und so wie es jetzt ist, wird's gerade, jetzt geht es gerade wieder nach oben. Also es ist schon, also ich finde es echt ein tolles Spiel. Was ich auch gut finde, man kann ja auch Expedition starten. Education, woo, Presidente. Ja, sag bloß. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ja, aber da müssen wir $20,000 zahlen. Und bei Lomonosov $10,000. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Sollen wir Holiday? Ne. Ach, genau, Urlaub. Urlaub ist es ja. Der Typ soll ja in Urlaub, also unser Aldo, glaube ich. Ne, haben wir schon einen dritten? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, wir haben einen. Also Aldo geht mal wieder in Urlaub. Urlaub. Magadanu, oder war das so? Magadanu. Keine Ahnung, ich hab's gar nicht mehr im Blick. Ich hab nicht aufgepasst. Docks bei 0% und ich freue mich echt schon, bis wir Elektrizität haben. Also eine echte, wie man hier da sagt, Powerplant. Powerpflanze. Toni wollte einen Steinofen backen. Toni will einen Steinofen backen? Oder auf Steinofen? Auf Stein. Auf Stein. Ja. Eine Pizza wie beim Oh. Eine schöne Wagner-Pizza auf Steinofen. Das ist eine gute Frage. Also wenn du mir sagst, was für ein Scheiß sein soll, dann kann ich dir gerne sagen, was das für ein Scheiß ist. Ja, wenn Power-Ups weggehen, dann sind die ab weg. Dann sind sie weg, die. Ich bezweifle, dass Wagner Pizza auf Steinofen gebacken ist. Man steht immer. Wir haben auch ein Schweizer Konto, $5,000. Ja, ich denke, man sollte nicht alles glauben, was da auf Verpackung steht oder in der Werbung. Also zum Beispiel hier bei der AXA-Werbung, wenn ich so ein Spray nehme, da fallen auch keine Himmel von der Erde oder so. Ah, nee, Quatsch. Das war Zalando. Das war jetzt Zalando. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so von einer neuen Werbung oder so das Spray benutze, dann steht auch nicht auf einmal hinter mir an der Tanke irgendein Mädel und glotzt mich so höchst mit erotischen Blicken an. Ja, das ist ja auch wieder was anderes. Es ist halt einfach Werbung. Was haben wir denn jetzt gerade gebaut? Das ist ja wieder visuelle Werbung. Was haben wir gebaut? Ich glaube, wir haben eine Dingsens gebaut, ne? Ein Logging Camp. Ja. Holzfäller. Holzfällerlager. Wir haben 2 Holzfällerlager. Nee, ist eine Farm. Ups. Was ich aber auch schön finde, dass es auch Kurven gibt. Dass es nicht so ist wie, was weiß ich, manche andere Spiele, die nur so wirklich gerade, dann nach unten, gerade, nach unten. Da ist man dann so, ja, dass einem, wenn man da drauf rumläuft oder mit dem Auto gerade langfährt, dass einem da fast schlecht wird, wenn man 73.000 mal links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts abbiegen muss. Was weiß ich? Ich weiß nicht, was ich weiß. Oh, hast du dreckige Füße. Was ist draußen? Mal ein paar Country-Räuser bauen? Ja. Das ist der einzige Nachteil, dass man in Kurven nichts reinbauen kann. So, dann bauen wir mal eine Straße lang, da wo wir die Häuser gebaut haben. Also ich muss sagen, echt fast das Beste am ganzen Spiel ist nicht, dass man wirklich so mehrere Zeiten durchlebt, sondern das Beste ist ja noch, dass die Musik zu dem Flair passt. Ja. Aber das stelle ich mir so vor. Ui, Fischerfisch. Fischerschiff. So. Von James. Nein! Doch! Du gehörst in die Karibik. Ich gehöre in die Karibik. Ja. Ich bin die Karibik? Ich rauche aus der Karibik. Portofino. Portofino. Docks den bei. Quatsch. Weißt du, wo Portofino ist? Wurstbrot. Was? Portofino ist bei Wurstbrot? Nein, in Griechenland.
Oh, cheesy money. Und ich will wissen, ob das Money auch nach, also ob das Geld auch nach Käse schmeckt. Ja? Cattle Profit. $10,000 sollen wir offenbar an Cattles ja, Fleisch verkaufen oder auch Milch. Denn wenn man genügend an den Zitzen zippt, dann kommt der Milch raus. Drei educated Dingsens. Und ich glaube, langsam, wenn wir wieder Mandat machen können, dann sollten wir es mal nehmen, weil wir haben ja so gedacht, immer nur so auf Constitution, Technology, whatever. Verfassung. Dass wir das sofort haben und nicht forschen müssen. Achso, stimmt, ja. Ah nee, also forschen sollte man schon, denke ich mal, ne? Ah, Deals sind immer gut, ne? Ja, schon, aber ich meine, die Zeit haben wir. Ne? Also wenn wir das nächste Mal wieder ein Mandat zur Verfügung bekommen, sollten wir, denke ich mal, das nehmen. 20 Jahre Kontakt, so 45 Monate, 5 Jahre. Aber ich finde es gut, dass man da auch wirklich Geld machen kann. Also nicht Real-Life-Geld, sondern so, dass man im Spiel auch das Geld verdienen kann, beziehungsweise indem man so tradet. Und unsere Zustimmung ist bald bei 30%. Und wir haben vom Start dieser Session an wieder 11 Einwohner gewonnen. Am Anfang waren es ja 97. Boah. Wir können Manager einstellen. Das zweite Video der Session jetzt. Hä? Ja, das ist das zweite Video auf der neuen Insel, genau. Immer was trinken. Aber gehen wir so schnell wieder weg. Ich weiß nicht, weil ich eigentlich nur gucke, was wir machen, sondern das war's. Ich hab keinen Bock, mal das Ganze durchzulesen. Was? Naked? Wir hatten einen Spinnenunfall. Wir hatten einen Spinnenunfall? Ah ja, stimmt. Ah ja. Ich dachte gerade nicht. Ein Spinnenunfall. Ich bin auf einer Spinne ausgerutscht. Ja, Ich bin auf einer Spinne ausgerutscht. Und wir promoten die Spinnen. Wir promoten die Spinnen. Oh. Alter, wie viele Miesen haben wir denn? Oh, oh. Ja, wir mussten ein bisschen gegen Spinnen. Stimmt. Wir mussten die Spinnen ausrotten. Oh, eine Wette haben wir gewonnen. Wir müssen immer noch Fleisch exportieren und das passt ja fast zu Cattle Profits, aber sollen wir die Kettles immer einen verkaufen oder was geht da ab? Warum haben wir jetzt noch keinen einzigen Dollar dadurch verdient? We just discovered the number of times you... Lumbermill! Woohoo! Sägewerk. 115 Sägemühle. Aldo ist in Urlaub und Angelita Fucky Junkies LP ist Level 2. Und wir können wir schon bauen? Ja, wir können schon. Ach, bauen, sag ich schon. Forschen. Und ich würde sagen, wir machen Newspaper, weil Newspaper hilft uns auch später, wenn wir dann wieder so weit sind, dass wir wieder uns unabhängig machen können. Ja, wir kriegen mehr Stimmen. Genauso wie die Polizei. Das ist auch ziemlich gut. Also. Da tilt ordentlich, du. Holla die Waldfee. Friseursalon. Remember the audits are your friends, our plans are in the future. Ich weiß nicht, was diese Infos sollen, weil da muss man nichts machen. Das ist einfach nur gelabert, es mag ja sein, dass das ein paar Infos sind oder dass das zur Story dazugehört, aber ich finde, wenn man da nicht so einen Quest bekommt oder so eine Aufgabe, ist das ein bisschen zeitaufhaltend. Also, Echtzeit wird halt quasi verschwendet. Mehr oder weniger verschwendet. Und wir haben nur noch 800 Miesen, das heißt, und wir können eigentlich auch schon wieder eine neue Mission annehmen. Und... Cool. Ja, wie eine Krone. Order provides. Okay, sehe ich es richtig, dass wir. And you provide the effort. There is a way around. Ach so, wir müssen also das machen. You of course will have to do. Sehe ich das richtig, dass wir vom Schweizer Konto Geld wegnehmen sollen? Hä? Ich hab doch gemacht. Ich hab auch gedingst. Ah, okay, es ist weg.
Oh, 5000 wieder von einem Frachter. 418 Cattle Profit. Wenig. Es ist sehr wenig mit Cattle Profit, also mit den. Deswegen würde ich mal sagen, wir bauen noch ein neues. Ah ne, Quatsch, das ist ein Garten. Wir müssen ja auch die Leute ein bisschen zufrieden schauen. Ich würde sagen, wir machen was da, genau da, ein bisschen drüber. Wir müssen ja auch so ein bisschen was Schönes machen. Wir dürfen ja nicht nur Industrie bauen. Wir müssen ja nicht nur unsere. Aua! Scheiße, habe ich spitze Knochen. Wir dürfen ja nicht nur. Deswegen bauen wir auch zwei. Wir dürfen ja nicht nur halt alles für den Handel machen. Wir müssen ja auch was für unser Volk machen. Ja, wir morden sie, wenn die hier aussterben. Genau! Wenn sie uns nicht mögen, dann werden sie eiskalt abgeknallt. Ich versuche, jemanden zu bestechen, dann nicht funktioniert. Ich glaube, ich hab neulich mal, allerdings in der Sandbox-Version da, habe ich, glaube ich, beim zweiten Anlauf, das erste habe ich, glaube ich, normal, nee, bei der ersten Präsidentschaftswahl, ne, habe ich mit 80% gewonnen. Und ich habe nicht bestochen. Ja. Das ist auch nicht. Oh, wir sollen mal eine katholische Mission bauen, denke ich mal. Einmal ran, so damit wir genau sehen, wo er besser platziert werden kann. Ja. Ne, haben wir noch nicht. Aber wir werden auf alle Fälle das so machen, Wir werden es auf alle Fälle so machen, dass alle Regionen willkommen. Alle Regionen, genau. Alle Religionen willkommen sind. Wenn man eine Diktatur aufbaut. Weil hier ist der Präsident der Diktator. Stimmt. Nur 3 Monate, 3 Jahre, 11 Monate, ja. Komm, mach einen atheistischen Staat. Das ist doch eine Kirche. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir die Krankenhäuser, wollte ich schon gerade sagen, wenn wir die Country-Häuser wieder aufbauen können. Und wir sollen eine neue Mine finden. Und ich glaube, da hinten war eine. Hier vorne. Das ist eine? Nee, oder? Da hinten. Irgendwo, da ist eine. Ich sehe eine. Da hinten, nicht da! Okay, da auch. Nee, wir sollen ja die erste Expedition dahin machen, damit wir überhaupt wissen, was da ist. Man kann sie erst dann anklicken, wenn das zu dem aufgedeckten Land gehört. Und die katholische Mission wird aus dem Boden gestampft. Drei Forschungen, noch ein Monat für The Trigger. Nee, wir spielen mal Let's Play der erste Kaiser so. Let's Play der erste Kaiser. Ich bin der erste Kaiser von vielen. Ja. The Forest. Ich weiß. So bei der erste Kaiser, das ist noch schwieriger als Tropico, glaube ich. Ja? Aber da ist auch nicht so mit Wirtschaftssystem. Nicht? Nee, also man muss halt. 1579. Also man muss zum Beispiel so 12 Häuser. Übrigens, Cattle Profit, wenn wir die $10,000 fertig haben, haben wir die zweite Wette gewonnen! Ein Lighthouse, das bauen wir mal in der Mitte. Das ist bei Economy, glaube ich. Research and Education. Ach Quatsch, nee, bei Dings ist da. Weil der erste Kaiser hat man halt Ziele, die man erfüllen muss. Zum Beispiel ja. Wohlhabende Häuser bauen. Ja. Und irgendwas bauen und eine Bevölkerungszahl erreichen. Und es ist halt schwierig, diesen Wohlstand von den Häusern aufrechtzuerhalten. Die werden dann wieder runtergestuft, wenn die zum Beispiel kein vernünftiges Essen kriegen oder okay. Keine Wahrsagerin da vorbeikommt, als eine Priesterin. Oh, ich sehe, wir haben noch ein paar halbe Minuten ungefähr. Wenn die Umgebung schlecht ist, dann auch nicht. Okay. Aber es ist schon kompliziert. Und mit den höheren Missionen, also ich bin nie weiter als Mission 2 gekommen, deswegen. Na, man könnte das ja mal so als Test machen, wie es dann bei mir wäre, ne? Ja, so ein kleines Test. So ein kleines Test zu. Was war das? Der Kaiser? Der erste Kaiser. Ich will aber der Einzige sein. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns mit dem Leuchtturm
vom sechsten Let's Play zu Tropico 5 und wir verabschieden uns. Wir, das sind die Funky Junkies.